Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier auf hoher See. Heute will ich von hier unten, was ich eben gerade gezeigt habe, hier hochfahren. Denn hier ist noch ein Hafen, den ich noch gar nicht entdeckt habe. Und man sieht, ich bin ja kurz davor mit meinem kleinen Kutter. Der hat aber keine Butter. Nein, der muss gleich wieder irgendwie Pfiffe sammeln oder so, denn ich brauche noch ein bisschen Geld, damit ich mir dann irgendwann später ein besseres Boot oder ein Schiff sogar dann kaufen kann. Das zum einen natürlich viel, viel schneller ist als dieser kleine Tuk-Tuk-Kasten hier und ja, dann bin ich halt eher am Ziel, kann schneller von A nach B fahren und kann auch mehr Ladung dann mitnehmen. Aber erst einmal muss ich hier den Hafen entdecken. Ja, man kann sehen, was ich da im Moment an Geld habe. Und ja, im Moment ist hier schönes Wetter auf hoher See. Und ich bin mal gespannt, was dann hier, wenn überhaupt ein Auftrag auf mich wartet. Da bin ich dann mal gespannt. Bei den einen war ja mal so, dass ich halt irgendwie eine Ladung Schiffe irgendwo hinbringen musste. Und ja, mal sehen, was hier vielleicht ist. Und dann werde ich später nochmal, auch in diesem Video, nochmal ein bisschen zeigen, dann, wie ich meine Netze auswerfe und dann ein paar Unterwassertiere im Netz gefangen habe. Genau. Mal sehen, was es da dann für mich an Geld zusammengibt. Da bin ich da mal richtig gespannt. Ich hoffe, du auch. So, bei mir draußen ist schon den ganzen Tag immer nur Regen, Regen, Regen. Hier ist aber schönes Wetter. Und ja, ich tucker mal hier so ein bisschen lang, mache so einen kleinen Bogen, damit ich da am Dock dann so richtig festdocken kann. Und ja, mal sehen, wie sich dieser Hafen hier nennt. Dann wird sie ja gleich irgendwie aufleuchten. Tucker, 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 tucker. Tucker, tucker, Land. So, bisschen langsamer. Wir wollen ja nicht hier irgendwie ganz Schneffjord entdeckt oder so ähnlich. Spricht er sich aus? Ich bin kein Finne oder Gerümmer. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen richtig ausspricht dann hier. Sniffjord oder Sniffjord, wie auch immer. Okay, mal gucken. Okay, hier ist eine rote 2. Sind zwei Aufträge. Okay, liefere Fische nach Hammerford. Aha, das gibt eine richtige Ladung Kohle. Ja, das andere ist nicht so viel unten. Ich würde sagen, ich liefere das erstmal hier nach Hammerford. Genau, das kann ich machen. Das gibt erstmal richtig viel Geld. Dann würde ich sagen, nehme ich doch diesen Auftrag hier mal an. Den Job angenommen. So. Die Lieferung habe ich. Allerdings fehlt da noch ein bisschen was. Bin ich der Meinung. Gut, ich werde jetzt hier mich auf den Weg machen. Das bedeutet also wieder hier losfahren. Einmal hier um die Felsen und so weiter rum. Hier runter. Da an den einen Hafen vorbei und dann runter hier zu den Hafen. Gut, ich würde diesen Weg natürlich schneiden, denn das dauert irgendwie so 2 Stunden oder so. Und ich melde mich dann kurz vor der Hafeneinfahrt dann wieder. Also, ich tucke einfach mal los und ich nehme mich gleich wieder mit an Bord, ne? Bis gleich. So. Ja, wie ich schon dachte, das hat echt etwas über 2 Stunden gedauert, die Fahrt. Das ist echt unglaublich. Man darf ja keine Zeitreise machen.
Ja, ich bin in der Früh um 20 nach 10 von den Einhafen losgefahren. Und jetzt genau 2 Stunden später bin ich hier bei Lillenhafen Hammerfest jetzt angekommen. Das ist echt unglaublich, wie lange die Fahrt hier dauert, ey, mit dem kleinen, ja, Togakasten hier, ey. Unglaublich. So, aber das Wetter war immer gut gewesen. So, Mission abgeschlossen. Ruf verbessert in beide Häfen und natürlich kriege ich hier wieder mal ganz viel Geld. So. Dann muss ich erstmal wieder hier meinen Tank auffüllen. Hä? Denn das hat ja einiges an Sprit gekostet hier, die lange Fahrt. Wahnsinn. Volle 2 Stunden, ey, unglaublich. So. Festgemacht hier in Hammerfest. Da ist das Boot jetzt fest. Und dann gucke ich mal. So, ich habe jetzt hier während der Fahrt noch auch eben dieses Schiff freigeschaltet bekommen. Hat dann aufgeläutet nach so und so vielen Kilometern. Das war noch von letztes Mal alles hier. Gut. So. Dann mache ich hier mal Lucky Lucky. Bringe deinen Empfang zum Kreuzfahrtschiff. Ah ja. Ja, ist jetzt nicht ganz so viel an Belohnung, was man dafür bekommt, aber da ich weiß, dass das hier jetzt in der Nähe ist, das Schiff, kann ich da ja mal hinfahren, sag ich mal. Ich komme mal da sowieso vorbei, wenn ich hier aus dem Hafen wieder rausfahre. Also ist nicht ganz so weit. So, aber vorher muss ich dann noch mal mein Boot hier in Ordnung bringen. Einmal volltanken bitte. So, und ein bisschen den Schaden reparieren, den man auch irgendwie, warte ich, durch das Salz, denke ich mal, bekommt. So, dann gehe ich hier mal auf Losfahren wieder. Und wenn ich dann in der Nähe von den Kutter angekommen bin, also den, nein, Kutter bin ich ja, ich bin hier. Ich muss zum großen Luxusdampfer hier, der ist da. Siehst du, ist nicht weit. Also, ich melde mich gleich wieder. So, in der Zwischenzeit hat es angefangen zu regnen, wie man sehen kann. Und ich bin auch schon da. So. Ich habe so wenig Ladung, das wird hier gar nicht angezeigt. Ich benötige noch 320 Kilogramm. Ja gut. Dann würde ich sagen, werfe ich mal die Netze aus, ne? Dann gehe ich doch mal hier angeln, hätte ich fast gesagt, ja. Okay, dann nochmal, bis gleich. So, nachdem ich die Netze da abgeliefert habe, musste ich erstmal 20 Stunden warten. Bin dann zurück zum Hafen, habe die Uhr vorgestellt. Bin jetzt dann wieder hierher zurückgefahren und jetzt kann ich meine Fangnetze hier einsammeln. Aber ich muss noch mal ein bisschen vorfahren, wie ich sehe. Ducker, 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 ducker. So, jetzt ist sie einigermaßen grün. Jetzt kann ich das dann einsammeln. Da bin ich mal gespannt hier. 15 sind ins Netz gegangen, das ist doch schön. So, einen guten habe ich hier. Da war ein bisschen spät gedrückt, deswegen nur ein okay. Bam. Ah, einen guten, okay.
So, jetzt aber. Jawohl, perfekt. Ha. Komm, sage ich dazu schon. Noch einer? Nee, das ist nur gut. Ja. Sind aber schon bei 17. Bam. Jawohl, 22%. Ja. Wird hier einer nach dem anderen, der am Haken ist, hier abgeliefert und rein in die kleine Kiste da. So, und der nächste bitte. Oh, nur ein, okay. Ja, mal hin. Gibt ja jede Menge. So, und der ist okay. 40% haben wir jetzt schon mal. Aber das reicht noch nicht. Was wir da noch fangen müssen, oder einsammeln müssen. Gefangen ist das ja schon. So, einmal jetzt hier komplett drehen. Und ich drehe. Ja, diesen kleinen Dreher zu schneiden, das wäre irgendwie sinnlos. Deswegen lasse ich den drauf. Dann dauert das halt eben hier jetzt mal so ein bisschen länger, aber da habe ich ja die 2 Stunden Fahrt geschnitten, Alter. Sonst hätten wir hier vielleicht ein 3 Stunden Video oder sowas. So, wenn wir jetzt hier wieder drehen. Dass ich hier nur auf einer Seite das einsammeln kann. Aber gut. So, langsam hier rantuckern. Ist ja auch nicht gerade umweltfreundlich, ne? Mein kleiner Tuff-Tuff hier. Da kommt noch ein bisschen nach vorne. Noch ein Stück weiter. Gleich habe ich ihn drin. Also hier, ich meine das Netz. Also. So, jetzt ist das hier grün. Und bam. Oh, gleich die erste ist perfekt. Das ist ja mal perfekt. Oh, der zweite ist perfekt. Ja, super. Zack. Oh, der dritte ist perfekt. 3 hintereinander, das ist auch selten. Oh, der vierte sogar. Unglaublich. Kriegen wir noch einen 5. hin? Nein. Das wäre auch. Aber 4 perfekte am. Das ist super. Oh, da ist der 5. aber halt eben als 6. Naja, gut. Und noch einen perfekten. Halleluja. Und noch einen perfekten. Zack, oh, noch einen perfekten. Halleluja, ey. Ja, nur einen guten, aber immerhin. Einen guten finde ich gut. So, und wieder einen perfekten. Jawohl, ja. So macht man das hier. Und noch einen perfekten. Eieieiei. Oh, perfekt. Alter, schon 61% hier erreicht. Das ist ja unglaublich. Oh, der kullert, aber egal. Oder wie auch immer. So, und nur ein 64%. Hui. Ganz schön hoch hier die Prozentzahl heute. 64 habe ich echt selten. Mal wieder so zwischen 40 und 50. Selten, dass ich mal etwas über 50 komme. Hm? So, ich dringe mal eben kurz und ja. Oder soll ich das lassen? Ich weiß nicht, das ist ja nur es sind ja nur ein paar Sekunden. Ich lasse es drin. Aber
aber es hat noch nicht aufgeleuchtet, dass ich hier schon genug habe für den Luxusliner da. Naja, mal sehen, vielleicht dann hier bei diesem Fang. So, dann parke ich sozusagen mal wieder hier neben. Man sieht es echt, also kaum, sag ich mal, hier im Wasser, wenn die Wellen so wellig sind. Naja. So. Jawohl. Na dann, einholen. Bäm, und der erste wieder perfekt, ja. Oh ja, nur einen guten. Naja, schön, okay. So, dann wieder einen perfekten. Das ist hier von der zweite jetzt. Oh, und der dritte. Das ist doch schön hier. Und noch einen vierten. Hey, geil. Ich bin gut. Ich bin hier ein guter Seemann. Und ich lasse nicht das Dro. Oh, super. Yeah. So, nur ein guten. Oh, hier hat es gerade im Spiel gedonnert, habe ich gehört. Und nein, keinen perfekten. Schade. Mal gucken, vielleicht jetzt. Ja, jetzt habe ich einen. Ha. Super. Bam. Jawohl, Bam. 47%. Uiuiui. Kriege ich wieder. Ja, doch. Es sind ja noch ein paar. Nummer 13. Gib mir 55%. Und Nummer 14. Mit denen komme ich auf 58%. Und mit denen jetzt hier über 60%. Jawohl. So. Auch den Fang haben wir. Okay, da ist der mit bei. Den ich brauche, oder? Nee. Doch. Oder? Nein, ich habe noch nicht genug davon. Ja, sonst hätte er hier aufgeleuchtet. So, ich habe hier mal so ein bisschen vorgespult, und jetzt kann ich hier auch einholen. So, ah, hier sind es nur 14. Okay, aber das ist ja auch ein ganz guter Fang hier dann. Naja. Immerhin. Der ist perfekt. Jawohl. So gehört ich das doch. Und noch ein perfekt. Yeah. Und? Nein, einen guten. Mal drücke ich einen kleinen Tick zu früh. Oder mal ist das vielleicht einen kleinen Tick zu spät. Und ja. Dann ist das halt nicht mehr perfekt, sondern nur noch gut oder so. Aber der war wieder perfekt, das ist doch toll. Nummer 10 ist auch perfekt, yeah. Da freuen sich doch die Kunden, wenn die so viel hier zu essen bekommen. Halleluja. 41%. Und 46%, yeah. Und einen haben wir noch. Bam, nein, 49. Ah ja, jetzt habe ich den Fang erreicht, das ist gut. Dann tue ich halt zum Schiff nochmal hin und ja, liefer das da ab.
So. Dann kriege ich noch den Rest hier, sozusagen. Vorher habe ich ja nichts geliefert, mir fehlt hier halt noch was und ja. Dann können die hier auf dem Hof dann irgendwie am Abend so eine geile Party machen mit, keine Ahnung was. Hering, Filet oder ich weiß es nicht, was die dann so gerne essen da an Bord. So, ich kaufe mal eben hier ein bisschen Kartoffelchips. Bing! Und Mission ist abgeschlossen. Das bedeutet, jetzt wieder zurück zum Hafen und dann nochmal Geld einsammeln. Bis gleich. So. Nach ein paar Minuten Fahrt, ich weiß doch hier, die ich halt im Schnelldurchlauf übersprungen habe, oder wie man das jetzt mal nennen mag, bin ich jetzt hier angekommen und ich mache jetzt hier fest. Das ist doch ein Fest hier. So, und den Fang verkaufe ich natürlich. Achte mal auf das Geld. So, kann sich doch sehen lassen, oder? Halleluja, das gibt Kohle, ey, das ist unglaublich. Wären das noch Euro, dann könnte ich ein bisschen mehr damit anfangen, aber naja, gut. So, ja, das war das für heute und dann sage ich bis heute mal, mach's gut, mal dann noch einen starken Abend oder was auch immer. Euer Teller-Fan sagt dann wie immer, bye bye.